Letztlich, meine Damen und Herren, geht es bei den Finanzmärkten eigentlich immer um Rendite, also um das, was rumkommt. Und heute war es so, dass an den Finanzmärkten vor allem die Anleihemärkte im Fokus waren, denn da ist Rendite gestiegen und das hat die Aktienmärkte dann durchaus ein bisschen verunsichert, die zunächst heute im Vormittagshandel auf Future-Basis, auf US-Future-Basis ziemlich deutlich nach oben gegangen sind. Auch der DAX hat die 16.000er-Marke wieder mal überwinden können. Aber dann eben dieser plötzliche Anstieg der Renditen, als die Anleihenmärkte der USA erwachten. Und dann ging es doch ein bisschen volatiler zu an den US-Aktienmärkten, die, naja, ein bisschen dünnvolumig sind heute, keine Frage. Wir haben Feiertage in Japan, Feiertage in UK, also da ist teilweise einiges nicht am Start, das merkt man dann. Aber all das, nämlich dieser Anstieg der Renditen, hatte Auswirkungen auch auf den Devisenmarkt. Der Dollar deutlich stärker, heute mit Abstand die stärkste der großen Währungen. Man preist also langsam eine aggressivere Fed ein, das ist das eigentliche Thema. Und die Aktienmärkte haben das dann wieder so ein bisschen beiseite geschoben, aber so richtig doll nach oben ist es dann nach diesen Vormittagsgewinnen nicht mehr gegangen, sondern es geht so ein bisschen hin und her. Schauen wir uns die Renditen mal an, meine Damen und Herren. Vor allem die zweijährige US-Rendite, das ist ja, die zweijährige Anleihe ist ja vor allem diese Anleihe, die am stärksten einpreist, was die Notenbank tut, also was letztendlich kommen wird durch die Fed. Natürlich gibt es noch kürzer laufende Anleihen, die sogenannten Treasury Bills, aber es ist eben so, dass das die kürzer laufende Anleihe ist, die am stärksten eben betroffen wäre von einigen Zinsanhebungen durch die US-Notenbank. Und wir sehen, dass hier die Rendite auf den höchsten Stand seit März 2020 gestiegen ist, also faktisch seit Beginn der Corona-Krise in den USA. Die Amerikaner haben etwas später als wir dann ein bisschen Panik bekommen, was Lockdowns betrifft etc. Jedenfalls sehen wir, dass es da deutlich nach oben geht. Und wenn wir uns das Anleihespektrum in den USA insgesamt mal anschauen, dann sehen wir eben jetzt die zweijährige Anleiherendite bei 0,78%, die zehnjährige bei 1,61%. Hier unten sehen wir mal den Chart der zehnjährigen Anleiherendite in den USA und das hat schon Intraday-Bitcoin-Charakter aus dem Jahr 2017 oder Tesla. Naja, suchen Sie sich aus, Fahnenstangen-Charts gibt es ja doch jede Menge. Jedenfalls sehen wir, dass das schon ein ziemlich dicker Anstieg ist. 11 Basispunkte, fast 12 Basispunkte, das ist im Anleihespektrum ein Riesending. Da ist durchaus was passiert. Und da sehen wir also, dass hier Bewegung ist, dass wir eine gewisse Trennung haben an den Finanzmärkten zwischen den Anleihenmärkten, die jetzt deutlich reagieren auf gestiegene Zinsanhebungswahrscheinlichkeiten, während die Aktienmärkte, naja, das Ganze so ein bisschen beiseite schieben. Hier sehen wir mal die Odds of a March Rate Hike, also praktisch, pardon, die Wahrscheinlichkeit, wann und wie die Fed die Zinsen anheben wird. Hier sehen wir März, also praktisch schon bevor dann das Tapering komplett beendet sein wird, nach derzeitigem Stand, das wäre Ende März der Fall, dürfte dann so die Fed Fund Futures mit einer Wahrscheinlichkeit von jetzt 54% die Fed bereits die erste Leitzinsanhebung machen am Montag, also praktisch, oder das ist der heutige Stand, am Freitag, am 31. Dezember, letzter Handelstag praktisch des Vorjahres, waren es noch 50%. Also man hat hier sich doch deutlicher positioniert in Erwartung eines Zinsschrittes durch die Fed. Vielleicht auch, weil jetzt hier wieder ein bisschen Bewegung gekommen ist in Sachen Build Back Better. Manchin, dieser eher rechte Demokrat, will nochmal mit sich reden lassen auf der einen Seite und Chuck Schumer versucht jetzt irgendwie die Gesetzgebung ein bisschen zu ändern, sodass die Republikaner das praktisch nicht mehr blockieren können. Also dann vielleicht eine gestiegene Inflationsperspektive, wenn dieses Build Back Better doch kommen sollte. Das könnte ein Grund für diese Bewegung gewesen sein. Wir sehen, dass auch die Inflationserwartungen wieder ziemlich deutlich gestiegen sind, die zum Beispiel in diesen Two-Year-Two-Year US-Dollar Inflation Swaps gehandelt wird. Und hier mal ein Chart, der diese Swaps übereinander legt mit Ethereum, also mit Ether,
diesem Krypto-Asset, wenn man so will. Und das ist meistens relativ parallel gelaufen. Dadurch sagen viele, naja, diese Kryptos, das ist eine Art Inflations-Hedge, das ist letztendlich eine Art Misstrauensvotum gegen Fiat-Geld, da ist sicherlich auch was dran, aber es ist eben auch ein Liquiditäts-Asset, wie Bitcoin auch. Das heißt, je spendabler die US-Notenbank mit Liquidität ist, umso besser eben für diese Kryptos. Aber wenn eben dann Tapering aufgehört haben wird, mithin also keine neue Liquidität mehr in die Märkte zugeführt wird, sondern vielleicht dann sogar ab März 2022, also in gut 2 Monaten, dann die Fed erstes Mal die Zinsen anhebt, dann würde das eine Verknappung, eine Straffung der Geldpolitik bedeuten, und das wäre dann wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gut für Kryptos. Aber schauen wir uns hier mal diesen Chart, diese Grafik an, die ich heute Morgen schon gemacht hatte. Das ist das wahrscheinlich Entscheidende an den Finanzmärkten. Wie negativ sind die realen Renditen? Und da kann man das aufgliedern eben in Anleiherenditen, etwa die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite minus Inflation, natürlich tief im negativen Bereich, über 5% im Minus. Wir sehen auf der anderen Seite auch Corporate Bonds in den USA, also Unternehmensanleihen, die Investment Grade geratet sind, auch sehr, sehr tief im Minus. Das heißt, diejenigen, die das kaufen, die haben faktisch Verluste, wenn sie eben sich da investieren, denn die Inflation frisst das alles auf. Die geringste negative Korrelation haben dann eben Aktien minus Inflation und eben High Yield Bonds, also spekulative Hochrisikoanleihen von Unternehmen. Das ist sozusagen vielleicht das Entscheidende für das Jahr 2022. Wird diese Geschichte etwas weniger negativ? Wie wird die Fed wirklich agieren? Wird sie das Ganze so stark durchziehen? Kann sie das tun, ohne dann diese extrem hohen Bewertungen kaputt zu schießen, an denen so viel hängt? Der Reichtum, der gefühlte Wohlstand vieler, vieler Menschen, die eben Aktiendepots haben, die Häuser haben, Vermögenspreise insgesamt, sind ja das, was die Leute letztendlich auf dem Papier reich macht. Schauen wir uns mal die Aktienmärkte an. Jetzt gibt es die neuen Voraussagen für das Jahr 2022 für den S&P 500. Schwankt zwischen 5.330 bei Oppenheimer bis MS, also Morgan Stanley, 4.400. Alles irgendwo Konsensprognosen, ist eigentlich relativ wertlos, weil keine Bank sich richtig aus dem Fenster lehnt und mal irgendwie eine sogenannte outrageous prediction macht, wie etwa die Saxo Bank es tut, also praktisch eine Prognose, die ja so ein bisschen schräg daherkommt, wo man sagt, kann doch gar nicht sein, kann aber trotzdem passieren. Und manchmal passiert ja das Unvorhergesehene. Jedenfalls hier sehen wir so diese Einschätzung, es wird so leicht nach oben gehen, so hat man sich jetzt festgelegt, trotz einer möglicherweise hawkischeren Fed, trotz möglicherweise auch nicht mehr so ganz stark sprudelnden Gewinnen für die US-Unternehmen. Schauen wir uns mal die aktuelle Bewertung an. Wir haben jetzt eine Aktienmarktbewertung in den USA von 48,6 Billionen im sogenannten Wilshire Total Market Index. Ein Index, der praktisch alle Aktien der USA enthält, knapp 5000. Wir haben dann ein BIP von 23 Billionen, das heißt, die Aktienmärkte sind mit weit über 200% des BIPs bewertet und die Fed-Bilanzsumme ist bei 8,7 Billionen, wird noch ein bisschen wachsen, allerdings nicht mehr so viel, weil eben die Fed jetzt auch deutlich diese Anleihekäufe sehr schnell runterfährt, sodass da die Bilanzsumme nicht mehr wachsen wird. Was immer wieder zu konstatieren ist, auch für das Jahr 2021, in der S&P 500, der Leitindex, 27% dazulegen können, auf Eurobasis sogar 41%, ist eben diese 10 großen Aktien, die vor allem ihre eigenen Aktien zurückkaufen, die massive Gewinne schaufeln, eben weil sie faktisch Monopolisten sind. Und jetzt heute ein Bericht von Axios, den ich sehr interessant fand. Biden hat eine Inflationstheorie und er sagt, diese Inflation ist vorwiegend auch ausgelöst durch Monopole. Dementsprechend müsse man vielleicht dagegen vorgehen, gegen diese Monopole. Wäre schlecht für Google, und Google ist ein Monopolist, das weiß jeder, der als Publisher agiert, also eine eigene Webseite hat, dort einen gewissen Traffic hat. Ohne Google ist man da relativ aufgeschmissen. Es gibt so ein paar Alternativen, aber das bringt lange nicht den Traffic, den eben eine Google-Suche bringt. Dementsprechend ist die Macht natürlich immens und ist auch die Monetarisierung dieser Macht immens bei den US-Konzernen.
Und das sind eben die Dinge, die die ganze Geschichte haben am Laufen halten können. Mithin also Indizes auf Allzeithoch, die meisten Aktien allerdings in einem Bärenmarkt. Natürlich nicht eine Tesla, die heute über 10% steigen kann, nachdem am Sonntag, erstaunlicherweise am Sonntag, warum eigentlich am Sonntag, gemeldet wurde, dass man jetzt für 2021 936.000 Fahrzeuge ausgeliefert hat. Und das ist eine Steigerung von fast ja, gut 80%, wenn ich das richtig sehe, im Vergleich zum Vorjahr. Hier unten sehen wir mal den Aktienkurs, hat ja das Jahr 2021 hier geschlossen, das Unternehmen meines zweitbesten Freundes Elon Musk bei $1.057. Also der Aktienkurs, der wächst mit. Kann Tesla in diese immensen Bewertungen hineinwachsen? Das ist eben die Frage, wenn wir uns hier mal die Pardon, nach wie vor dieser Husten durch die Erkältung, die allerdings jetzt bald am Abklingen zu sein scheint, hoffentlich. Jedenfalls hier sehen wir mal die Auslieferung von Tesla, nicht von Tesla, sondern von Volkswagen. Da ist ja die Chipkrise besonders reingeschlagen bei den Wolfsburgern, die zuvor so um und bei mal 600.000, 500.000 Autos pro Monat verkauft haben, wenn man das Ganze dann hochrechnet. Jetzt liegt man so bei, naja, 350.000, zwischen 300 und 400.000 pro Monat, wenn man das Ganze hochrechnet. Dann sieht man, dass Volkswagen also jetzt nur durch PKWs, man hat ja auch noch eine andere Sparte, etwa, naja, das 3- bis 4-fache verkauft wie Tesla. Und das Ding ist schlichtweg, dass eben Tesla bisher einen Markteinteil hatte in Sachen Autos. Jetzt werden die Tesla-Fans wieder sagen, das ist ja nicht nur Auto. Naja, aber gucken wir uns eben mal Umsätze an von Tesla, dann ist eben über 90% Auto. Da kann man ja sich erträumen, was man will. Jedenfalls sehen wir, dass Tesla einen Marktanteil von 1,5% am Automarkt hatte, aber mehr wert war als alle anderen Autokonzerne zusammen. Also selbst wenn Tesla jetzt, sagen wir mal, 3 bis 4 Millionen Autos verkauft, dann ist immer noch die Frage, ob die Bewertung gerechtfertigt ist. Dann müsste schon Tesla Nummer 1 in Sachen Batterieherstellung werden, in Sachen Solar, in Sachen keine Ahnung. Also das ist nach wie vor sehr, sehr sportlich. Vor allem für eine Industrie, die jetzt die schlechteste zweite Jahreshälfte seit der sogenannten Great Recession, wie die Amerikaner das bezeichnen, also seit der Finanzkrise gehabt hat und nach wie vor kein Ende in Sicht, nach wie vor Chipmangel auf breitester Front, die das alles behindert, wovon die Autokonzerne ja eigentlich leben. Kommen wir nochmal nach China, hier sehen wir den nächsten Lockdown einer kompletten Stadt. Eine Stadt, die Stadt Yuzhou mit 1,3 Millionen Leuten, etwa knapp so groß wie München, die dürfen ihre Häuser nicht mehr verlassen. Es gab ja hier diese andere Region mit über 11 Millionen Bürgern, die praktisch nicht mal Lebensmittel kaufen dürfen. Das wird ihnen dann nach Hause geliefert. Also hier die Gefahr eben, dass da weitere Lockdowns durch diese Null-Covid-Politik Chinas entstehen. Das ist ein Risiko dann wiederum für Lieferketten, für Materialmangel, für all diese Dinge. Heute Evergrande in Sachen Immobilienmarkt in China vom Handel ausgesetzt worden, nachdem die Regierung angeordnet hat, dass man 39 Gebäude, Komplexe, in Hainan innerhalb von 10 Tagen wird wieder abreißen müssen. Wahrscheinlich, weil man sich da nicht wirklich an die Bauvorschriften gehalten hat. Also es gibt Unternehmen, die mehrfach pleite gehen können. Evergrande zählt offenkundig dazu. Pleite, vielleicht auch das Stichwort in Sachen Türkei. Nein, natürlich ein Witz. Da ist alles super im Griff. Nachdem die türkische Lira kollabiert war, hat ja Erdogan diesen massiven Schritt gemacht, indem er faktisch einzugestanden hat, naja, ich werde eure Verluste ausgleichen, die ihr in der türkischen Lira habt, also eure Fremdwährungsverluste. Damit kratzt er den einen Bereich an oder versucht sich sozusagen die Bonität des einen Bereiches zu sichern, die noch intakt ist. Das ist die Staatsverschuldung in der Türkei, Haushalte und Unternehmen ja massiv verschuldet. Also jetzt wird gewissermaßen auch werden die Staatsjuwelen verpfändet dafür. Gleichzeitig aber erhöht man die Strompreise massiv, die Gaspreise massiv, teilweise alles bis zu 130%. Etwa die Gaspreise für Factories, also für Industrieunternehmen um 50%.
Man sieht, dass Elektrizitätspreise zwischen 52% und 130% angehoben worden sind. Heute dann die Meldung auch, dass man die Steuer auf Zigaretten und Alkohol um 47% anheben wird. Und das alles in einer Situation, in der die Unternehmen sowieso ächzen in der Türkei, in der die Konsumenten massive Schwierigkeiten haben. Wir hatten hier jetzt auch die Meldung heute Morgen, dass die Inflation in der Türkei von 21% auf 36% gestiegen ist, vor allem wegen Transport, vor allem weil eben dann durch diesen Kollaps der türkischen Lira gegen Ende des Vorjahres eben die Importkosten in jeder Hinsicht massiv gestiegen sind. Das war einer der Auslöser. Wir hatten hier einen Artikel geschrieben, warum die Stärke der türkischen Lira eine Mogelpackung ist. Daraufhin sehr viele Kommentare von extrem nationalistischen Türken, die alles attackieren, was irgendwie nur auch im Ansatz sachlich kritisch über Erdogan berichtet. Das ist immer wieder ein Muster, das uns verfolgt. Aber es ist so. Und in Sachen Deutschland, in Sachen Energie, wir sehen heute einen massiven Anstieg der deutschen Strompreise. Warum? Weil die Wettervorhersage, die ich heute mal auslasse, meine Damen und Herren, Windstille voraussagt für die letzten Tage oder für die nächsten Tage genauer gesagt. Das bedeutet, dass eben dann weniger von der Hauptenergiequelle, die wir inzwischen haben, von Windkraft eben generiert werden kann. Jetzt ist heute die Auswertung vorgelegt worden. Stromerzeugung 2021 in Relation zu 2020, also zum Vorjahr, was hat sich da verändert? Und wir sehen, Braunkohle hat massiv zugelegt, Steinkohle hat massiv zugelegt, Kernenergie auch ein bisschen, aber das wird weniger, weil ja 3 Kernkraftwerke jetzt abgeschaltet wurden. Jetzt haben wir nur noch 3. Solar hat ein bisschen zugelegt. Erdgas hat verloren um 5,9 Terawattstunden und Wind hat vor allem verloren 16,1 Terawattstunden. Allerdings bleibt der Wind vor der Braunkohle der wichtigste Energieträger. Also Wind ist sehr, sehr zentral und wird immer zentraler. Es gibt in Deutschland ja jetzt auch die Ansage, die Hoffnung durch Kanzler Scholz, der sagt, ja, irgendwann brauchen wir das alles nicht mehr, weil wir dann nur durch erneuerbare Energien uns werden versorgen können. Das ist ein schöner Traum, aber nicht sehr realistisch, denn wenn der Wind nicht weht, dann haben wir ein Problem und auch die Speicherung ist eben alles andere als einfach dieser alternativen Energieträger. Abschließend noch ein Hinweis auf einen Artikel bzw. auf ein Video von Christian Rieck, in dem ich einen Artikel gewidmet habe. Das heißt Inflation, Aktienmärkte, Corona. Was passiert in 2022? Wieder sehr interessante Aussagen, die ein bisschen Denkräume öffnen von Christian Rieck. Was im Jahr 2022 passieren sollte, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das mal an. Macht eh immer Spaß, jemanden reden zu hören, der praktisch aus der hohlen Haut formulieren kann, der einmal das einmal das Ganze übt, wie er mir selber erzählt hat, der Christian, und dann einfach Kamera anmacht und los geht's. Respekt! Das hat der gute Mann drauf und das ist in jeder Hinsicht immer eine geschliffene, tiefgründige Formulierung, die er hier findet. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt einen wunderschönen Feierabend. Servus und ciao.